Ein knackiges High Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute ist der Tag der Tage. Heute ziehen wir die Gewinner. Bevor wir das allerdings machen, möchte ich noch eine kleine wichtige Information raushauen. Ihr seht es schon, am Samstag gibt es einen speziellen Stream. Dort feiern wir nämlich ein Jahr Adlerwache. Also der Kanal wird, beziehungsweise Quatsch, der Kanal ist am 3.6. ein Jahr alt geworden. Also Freunde, die Zeit ist wirklich so davon gerast. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich habe immer noch so das Gefühl, als hätte ich gestern den Kanal erst aufgemacht und wir sind so rasant gewachsen. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt. Die Community ist einfach genial. Nochmal ein dickes, fettes, knackiges Dankeschön an euch alle. Es macht wirklich mega, mega viel Spaß. Und es wird, wie gesagt, ein sehr, sehr besonderer Stream. Ihr seht es oben rechts schon. Ihr könnt in dem Livestream nämlich einen Live-Gewinn gewinnen. Also, für die Xbox-Spieler, ihr könnt eine Firepower Edition gewinnen und die PlayStation-Spieler eine PlayStation-Version. Also, es wird live verlost im Stream. Deswegen schaut ruhig mal rein in den Stream. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich in die Adlerwaches Gaming Show. Ich möchte noch dazu sagen, dass in der Adlerwaches Gaming Show nichts geschnitten worden ist. Also gibt es dort auch Sprachfehler und blödes Gelaber, alles was ihr kennt. Nicht wundern, dass ich da halt auch immer mal mich verzettle. Mir war es wichtig, dass ich das nicht schneide, damit ihr wirklich wisst, dass hier die Verlosung wirklich mit rechten Dingen zugeht und dass hier alles so ist, wie es sein soll. Ach, bevor ich es vergesse, Freunde. Schreibt bitte, also die Gewinner sollen bitte unten in die Kommentare schreiben, wo ich euch erreichen kann. Damit ich eure Adressen erfahre, denn ich möchte nicht, dass ihr eure Adressen natürlich hier offen bekannt gebt. Also bitte schreibt unten rein, ob ich euch im Discord erreiche, in der Adlerwaches Community auf PlayStation oder in der Adlerwaches Community auf Xbox. Ja, Freunde, dann sehen wir uns jetzt in der Adlerwaches Gaming Show. Bis gleich! Oh, vierfach zieht da! Alter! So, Freunde, willkommen wieder bei Adlerwaches Gaming Show. Jawohl, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke, danke, danke für euer Zujubeln, was auch immer. Bevor wir jetzt die Gewinner ziehen, und ich freue mich schon wirklich sehr, sehr drauf und drücke euch natürlich allen die Daumen. Ich werde jetzt hier erstmal die Werbung wegdrücken. Muss ja nicht sein. Möchte ich nochmal kurz die Regeln erklären. Und zwar möchte ich euch nur sagen, bevor es hier wieder Missverständnisse gibt, wenn ihr als T-Shirt L reingeschrieben habt und wir verlosen gerade ein XL-T-Shirt und ihr werdet gezogen, habt ihr dieses T-Shirt nicht gewonnen. Wenn ihr reingeschrieben hattet, es ist euch egal, ich habe es ja in dem Video auch nochmal erklärt, dann bekommt ihr dieses T-Shirt. Also, wenn jetzt zum Beispiel der Harry geschrieben hätte XL und wir machen ein L-T-Shirt, hätte er dieses T-Shirt nicht bekommen. Also nicht wundern, wenn es eventuell mal dazu führen sollte, dass hier einer in Anführungszeichen gewonnen hat, obwohl die Größe nicht passt. Ne? Mehr möchte ich dazu nicht sagen und ich würde sagen, bevor wir starten, ihr kennt's ja, hauen wir erstmal wieder einen Witz raus. Und zwar gibt es diesmal den Witz, was macht eine Jombat, wenn sie vorwärts fährt? Gibt's nicht. So, Freunde, ich würde sagen, wir fangen mit der, ich gucke nochmal drauf, ich habe es nämlich hier liegen, die mit der Z24 an und drücken einfach mal auf Start. Und wer ist der Gewinner? Jawohl, Gewinner ist Mert. Herzlichen Glückwunsch, Mert. Du bekommst die Z24. Vielen, vielen Dank für deinen Support und ich hoffe, dir gefällt die Z24. Achso, was ich noch dazu sagen möchte, wenn ihr möchtet, Freunde, kann ich die Schiffe auch vorsichtig öffnen und den Sockel unterschreiben, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr das natürlich nicht möchtet, bleiben die natürlich zu. Ja, dann kommen wir gleich weiter zur Deutschland und schauen mal, wer der nächste Gewinner ist. So, wir drücken wieder drauf. Achso, wir müssen hier jetzt wieder drauf drücken. Ja, Adlerwache und Technik, das ist nicht immer dasselbe. So, der nächste Gewinner ist... Oh, ich bin aufgeregt, Freunde. Wer wird's? Just for Fun, herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Du bekommst die Deutschland. Ich hoffe, du wirst dich freuen. Wie gesagt, wenn du es möchtest, dass ich sie auf dem Sockel unterschreibe, sag mir bitte Bescheid. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Gewinn. Und das ist natürlich die Prinz Eugen. Und nicht Eugen. Nein, sie heißt Prinz Eugen. Und wir schauen mal, wer die Prinz Eugen gewinnen wird. Ah, ich bin gespannt, Freunde. Ich bin gespannt. Und es wird...
Daisilo Davi, vielen lieben Dank für deinen Support und herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn. Wie gesagt, wenn du es möchtest, dass ich auf dem Sockel was unterschreiben soll, bitte Bescheid geben, sonst mache ich es natürlich nicht. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, ich hoffe, du freust dich. Und dann kommen wir jetzt schon zur Scharnhorst. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, die Scharnhorst. Da haben sich sehr, sehr viele gewünscht. Ich hoffe, ich kann dort einige Leute begeistern und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, wer gewinnt und wir gucken. Ja, wer wird es sein diesmal? Wer wird es sein? 10 Zocker 1! Vielen lieben Dank für deinen Support, 10 Zocker. Du gewinnst die Scharnhorst mit einem kleinen Igel oben drin. Ich hoffe, du freust dich auch bei dir, wenn du möchtest, dass ich den Sockel unterschreibe, bitte dazu sagen. Und dann kommen wir jetzt schon zu den großen Schiffen. Und wir fangen mit der Tirpitz an. Gucken, wer die Tirpitz gewinnt. Wir drücken natürlich drauf. Und der Gewinner für die Tirpitz ist Grand Theft Ismail. Vielen lieben Dank für deinen Support. Ich hoffe, du freust dich über die Tirpitz. Wie die anderen auch schon wissen, wenn du möchtest, dass ich deinen Namen drunter schreibe. Deinen Namen, was erzähl ich denn davon, Blödsinn? Wenn du möchtest, dass ich den Sockel unterschreibe, sag mir bitte Bescheid. So, jetzt kommen wir zur Bismarck. Für den Gewinner zur Bismarck. Wenn du möchtest, dass du diesen Flyer noch haben möchtest, bitte Bescheid geben. Sonst behalte ich ihn. Habe ich auch kein Problem mit. Also, ihr wisst ja, ne, bei der Bismarck war so ein kleiner Flyer dabei. Wenn du ihn möchtest, bitte Bescheid geben. Wenn du es vergessen solltest oder nichts dazu schreibst, dann bleibt er hier. So, wir schauen, wer die Bismarck gewinnt. Und die Bismarck gewinnt. Wir schauen. Michael Pecher. Ich freue mich für dich, ich hoffe, du freust dich auch. Hier gehört die Bismarck. Und wie ich bei den anderen auch sagte, wenn du möchtest, dass der Sockel unterschrieben wird, sag Bescheid, dann unterschreibe ich den Sockel. Und natürlich sag mir Bescheid, ob du den Flyer möchtest oder eben nicht. Ja, Freunde, kommen wir jetzt zu den T-Shirts. Wir schauen mal hier rein. Ich würde sagen, wir fangen mit L an. Also, der nächste Gewinner bekommt ein Adlerwache-T-Shirt. Wenn ihr, wie gesagt, möchtet, dass die T-Shirts unterschrieben werden, dann schreibt es immer dazu. Wir fangen jetzt mit L an. Wir schauen mal, ob wir vielleicht Glück haben, dass derjenige dann auch ein L-T-Shirt bekommt. Und es ist... Oh, wir haben sogar Glück. Es ist Kieler Werft. Kieler Werft, du hast sogar L gewünscht. Oh, das ist mal Kieler Werft VfL Bochum. So. Okay, der hat einen sehr, sehr langen Namen. Aber er hat Glück. Er kriegt sogar ein L-T-Shirt. Also das erste L-T-Shirt ist weg. Glückwunsch zu dem Gewinn. Ich hoffe, du freust dich. Und dann machen wir weiter mit dem ersten XL-T-Shirt. Ich hoffe, dass wir so weitermachen, dass da hier keinen Ärger gibt oder dass einer enttäuscht ist. XL-T-Shirt. Wir hoffen mal, dass diesmal auch wieder alles so klappt, wie es soll. Und es... Ach, das ist doch klasse, Freunde. Es ist doch klasse. Ghost Thunder. Du hast ein XL-Zita-T-Shirt gewonnen. Ich hoffe, du freust dich. Und dann schauen wir mal, wer der Nächste ist. Wie gesagt, Freunde, ne, wenn ihr möchtet, dass es unterschrieben werden sollte, dann sagt mir bitte Bescheid. Und dann schauen wir mal, wer das nächste L-T-Shirt bekommt. Vielleicht haben wir wieder Glück. Es wäre wirklich schön. Es wäre schade, wenn einer hier gezogen wird. Und derjenige, bekommt es dann nicht, weil es die falsche Größe ist. Das wäre sehr, sehr schade. So, das zweite L-T-Shirt bekommt... Bekommt. Grand Theft Ismail, du hast schon gewonnen. Deswegen drücken wir jetzt nochmal. Also hier gibt es keine Doppelgewinne. Deswegen geht es weiter mit dem zweiten L. Also das ist auch wirklich sehr, sehr merkwürdig, dass das sowas mal passt. Ja, passt sogar. Black Mamba, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst das zweite L-T-Shirt. Ihr merkt schon, Freunde, ich bin richtig, richtig aufgeregt. Sehr schön, dass es bis jetzt wirklich, wirklich klappt. Und dann schauen wir mal weiter. Das zweite XL-T-Shirt. Ob das auch an den Mann kommt. Und es gewinnt. Oh, es ist ein Riesenwächst. Was hast du geschrieben? Hallo Adler, super geiles Video. Hast du richtig gut gemacht. Hatte viel Spaß dabei. Beim T-Shirt ist mir die Größe egal. Jawohl. Also nur 0 Aqua. Ich will jedes Mal, 0 Aqua ist ja jetzt mittlerweile auch schon sehr, sehr oft in den Streams dabei gewesen. Ich will immer Nutella sagen. Ich weiß auch nicht, jedes Mal, wenn ich seinen Namen lese, denke ich hier an Nutella. Also 0 Aqua alias Nutella. Du bekommst das zweite XL-T-Shirt. Ich hoffe, du freust dich. Und dann machen wir weiter mit dem letzten L-T-Shirt. Wir schauen mal, ob das alles so klappt, wie sich der andere vorstellt. Also das dritte L-T-Shirt bekommt
Mittelmeers, was er geschrieben hat, Zita, ich liebe dich einfach zu schön, ist egal. Also Nordcar Warships, du bekommst das dritte L-T-Shirt. Ich hoffe, du freust dich. Herzlichen Glückwunsch von mir und meinem Team. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Gewinn. Und das ist natürlich das XL-T-Shirt. Und wir schauen mal, ob es an den Mann geht. Und Freunde, und es ist Hi Hi. T-Shirt-Größe wäre egal, wunderbar. Also Hi Hi, du hast das letzte T-Shirt gewonnen. Mich freut es persönlich sehr, dass wir jetzt hier keinen hatten, der die falsche T-Shirt-Größe hatte, weil das wäre, wie gesagt, sehr, sehr traurig. Ich fand es trotzdem lustig, dass wir hier einen Doppelgewinn in Anführungszeichen gezogen haben, denn ihr seht es hier, ich habe es hier oben alles eingegeben und ich habe extra hier Filter Duplicate Users auch reingemacht, damit die Leute, es gab nämlich ein paar Leute, die dann hier L und XL und das ein paar Mal reingeschrieben haben, die habe ich natürlich gelöscht, habe aber hier auch nochmal den Filter reingemacht, damit das hier auch wirklich alles mit rechten Dingen zugeht und wir hatten hier 184 Kommentare, die er jetzt gefiltert hat. War witzig, dass es so geworden ist, dass wir hier wirklich mal einen Doppelgewinn hatten. Ihr wisst ja, ne, Verlosung läuft bei Adlerware nicht immer gut. Bei der ersten Verlosung hatten wir ja auch immer ein paar witzige Stellen. Ich freue mich, Freunde. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und die Leute, die nicht gewonnen haben, nicht traurig sein. Ihr wisst ja, es wird immer und immer wieder Verlosungen geben, damit ich euch auch immer wieder ein kleines Dankeschön dalassen kann, dass ihr mich so supportet. Ich möchte noch dazu sagen, der Shop, weil da haben viele auch schon nachgefragt gehabt, sie hätten gerne Adlerware-T-Shirt und. Der Shop wird nächstes Wochenende, also jetzt nicht dieses Wochenende, sondern nächstes Wochenende eröffnet. Und dann könnt ihr mal schauen, ob es da was für euch gibt. Das Adlerware-T-Shirt gibt es in einer abgewandelten Form auch. Weil ich habe mir gedacht gehabt, komm, es war ein Gewinn und das soll auch ein bisschen was Besonderes bleiben. Deswegen gibt es ein abgewandeltes Zita-T-Shirt. Ja, Freunde, dann sehen wir uns Samstag im Stream und feiern zusammen ein Jahr Adlerwache. Ich hoffe, ihr schaltet alle ein. Und denkt dran, im Livestream gibt es eine Live-Verlosung. Dort wird nochmal, ich wiederhole es halt nochmal, dort wird eine Xbox Edition von der Firepower Edition und eine PlayStation-Version von der Firepower Edition gesponsert von Skylex verlost. Also solltet ihr auf jeden Fall einschalten, wenn ihr diese Editions haben solltet. Ja, Freunde, wie gesagt, sehen wir uns Samstag im Livestream wieder. Ich versuche alle meine Teamkameraden einzuladen. Also Sui, Hari, Pfirsich, Kazu und wie heißt der andere? Skylex. Also wirklich das komplette Team mal zu versammeln. Und dann feiern wir ein Jahr Adlerwache. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bis morgen, Freunde. Euer Adlerwache. Bis dann!